Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Rubinia oder halt Let's Play Minecraft Rubinia. Wir sind hier bei unserer nice Guardian Farm, die immer mehr Gestalt annimmt. Wir haben den oberen Teil jetzt fertig, haben die Lava Streams eingesetzt und jetzt geht's unten eben noch an die Killkammer. Und ich habe gar keine Fackeln mehr dabei, aber das ist egal, weil ich habe gerade eh auf Peaceful. Jetzt geht's eben unten noch an die Killkammer. Und dazu müssen wir hier. Au. Ja, das war jetzt auch dumm. Okay, ich habe noch einen Stack Erde dabei. Müssen wir jetzt hier eben graben. Beziehungsweise das Loch ist ja schon da, aber ich muss jetzt nochmal kurz sozusagen ausmessen, wie weit hier das alles sein muss, weil Wasser fließt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Und das bedeutet, dass hier Glasspanes hinkommen. Drum nehme ich an, dass auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. So. 1, 7. Halt, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das bedeutet, hier kommen die Glasspanes hin. Hey. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt passt's wieder. Hatte aus Versehen die Seiten vertauscht. So, genau. Von hier haben wir dann 8 Blöcke. Das Wasser fließt bis hierher. Hier sind Glasspanes und ab da ist dann Loch. Und ich muss hier jetzt noch eine Kleinigkeit richten, denn wir haben jetzt hier aus Versehen was falsch gemacht. Eins, okay, das heißt, wir müssen hier also die Wand zuziehen. Okay, das muss zu und das muss runter. Und auch hier. Das muss zu. Und auf der anderen Seite muss es runter. Okay, ich hole mir kurz ein bisschen Stone und dann bauen wir das ganz kurz um. So, dann hätten wir das nämlich. So. Also es ist so, dass dann das hier danach herauskommt und dann fallen die ganzen Guardians hier rein und fallen in diese Kammer hier rein. Da unten werden Zaubertische sein, die sind ja nur so ein Dreiviertelblock hoch und dann machen wir hier vielleicht so ein Glasfenster, also so ein Glasding rein, damit wir rausgucken können. Dann können wir von hier hinlaufen und reingucken. Und hier ist dann eine Öffnung, in die man sich reinstellen kann, um dann die Guardians zu hauen und die XP zu bekommen. Und aber weil wir haben ja hier oben noch diesen Rand. Und damit an diesem Rand keine Items liegen bleiben, werden wir diese Seite, die lange Seite und hier die beiden mittleren Blöcke und hier, das werden Pistons werden
Die werden wir so verbinden, dass die eben einfahren per Knopfdruck oder halt ausfahren per Knopfdruck und die Items, die am Rand liegen, runterschieben. Das ist aber mehr so ein optionales Ding, weil also es fahren immer noch genug Guardians hier runter. Das funktioniert auf jeden Fall. Und was wir als nächstes machen, ist die Wasserstreams einsetzen. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Das hier ist, ich gucke auf den Block mit der Höhe 15. Okay, das muss ich mir merken. Denn wir müssen uns ja auch wieder nach unten bauen. So, auf jeden Fall habe ich hier schon mal die Glasspanes dabei. Die bauen wir jetzt hier rein. So. Dann brauche ich noch Leitern. Ich hoffe, ich habe noch ein paar dabei. Ja, ein paar habe ich noch. Und die Eimer holen wir auch gleich mal. So. Wow. Hey, Kohle. Also die nehmen wir natürlich direkt mit, wenn die schon hier so bereitwillig rumliegt. So. Gibt's hier irgendwas Tolles? Nee, Höhle halt. Oh ja, komm. Für sowas ist immer Zeit. Eisen sowieso und Kohle können wir gerade auch ganz, ganz dringend brauchen. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel davon. So, die Höhle müssen wir ausleuchten. Wenn hier nicht, nämlich nichts mehr spawnt, dann vergrößert uns das die Effizienz unserer Farm. So, wo sind wir denn hierher gekommen? Hier. Und den unteren. Looking at 18. So, das ist die Höhe, die wir brauchen. Mein Leiter-Game ist heute nicht so on fleek. So. Das ist die Ebene, auf der wir arbeiten werden. Wenn wir uns jetzt hier lang genug durchgraben, müssten wir eigentlich direkt in die Killkammer kommen. Zumindest, ich glaube, mit der oberen Blockreihe. Ja, da war Lapis, ich habe es gesehen. Nehmen wir gleich mit. Genau. Hier wollten wir hin. Beziehungsweise, jetzt ist ja hier die lange Seite. Das heißt, hier wird
wie nenne ich das, Killraum hinkommen. Und dann kann man hier noch ums Eck gehen. Ah, das lassen wir mal. Ja, da ist Lapis im Boden. Ich habe es immer noch gesehen. So. Dann können wir auch direkt hier mal noch Fackeln hinsetzen. So, hier kommt dann das Kill-Ding hin. Und hier kann man dann... Wobei, eigentlich bräuchten wir das gar nicht, ich weiß nicht. Doch, vielleicht kann, machen wir dann... Also, dass hier nur das Kill-Ding hinkommt und dann kommen ja hier unten noch... Also hier auf diese Ebene kommen die Zaubertische. Und unten drunter sind ja dann die die Hopper. Dass sie dann nach darüber zeigen, dann machen wir da drüben einen Raum mit Storage-System oder so. Das wäre noch denkbar. Fast eins vergessen. So, aber wie gesagt, jetzt holen wir uns zuerst die Wassereimer, klatschen die da oben rein und dann müssen wir vermutlich erstmal ein bisschen auf Ressourcensuche gehen, denn wir brauchen ja 8 Zaubertische. Das heißt, wir brauchen 32 Obsidian und 16 Diamonds und 8 Bücher. Das wird spannend. So. Genau. Ich habe mir kurz eine unendliche Wassersource hingebaut, die wir jetzt aber zumachen müssen. So, das hier kurz so gemacht, dass wir da trotzdem noch drüber gehen können. Aber dass da nichts hinten raus fließt. So. Und jetzt können wir theoretisch das Ding hier aufmachen. So. Ah. Okay. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz zu. Und wenn wir jetzt hier mal ganz kurz
Ich will jetzt hier mal ganz kurz Glas reinmachen. Und die Mobs anschalten. Sollten wir sehen. Na? Die Maschine hat dann zwei verschiedene Mechanismen. An einer von diesen Stellen, vermutlich da hinten, werde ich einen Dispenser platzieren mit einem Eimer Wasser drin. Wenn der an ist, also dass das Wasser hier draußen ist, dann fallen die Guardians ja ins Wasser, sterben also nicht, sind aber nur ganz, ganz, ganz schwach. Und dann kann ich hinstehen und die kaputt hauen und krieg die XP. Oder ich mach das aus, dann sind hier nur die Zaubertische und die Hopper drunter, die fallen runter, sterben und die ganzen Items werden eingesammelt. Also es ist entweder ein XP-Grinder oder ein Item-Grinder. Beides ist mega useful und ich kann es halt auf Knopfdruck umändern. So, dafür habe ich jetzt Glas weggeworfen. So. Das waren jetzt zwar nur Demonstrationszwecke, sammeln wir aber trotzdem gleich alles ein. So. Muss ich mir nachher nochmal angucken, wie wir das hier baut. Auf jeden Fall müssen wir jetzt als allererstes mal in die Mine gehen und ein bisschen Zeug suchen. Denn so können wir hier nicht weitermachen. Dann, würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen runter in unsere alten Minenstollen. So, ab nach unten. Ich könnte doch mal wieder eine AFK-Mining-Session machen, aber das hat wann anders Zeit. Ich würde sagen, wir graben uns jetzt mal ein bisschen in die andere Richtung. In der Richtung waren wir schon mal. Dann lassen wir mal gucken, was wir da gesehen haben und uns dann auf der anderen Seite wieder zurückgraben. Ah, ich sehe Obsidian. Sehr schön. Eigentlich sollten wir den direkt mal mitnehmen, weil wir brauchen ja einiges davon. Da unten ist Stein, okay. Ja. Ja, manchmal braucht man auch wieder solche Folgen.
32 Stück ist dann halt schon ein bisschen viel. Da wird unsere Spitzhacke ordentlich Schaden nehmen. Hoppla, aber was macht man nicht alles? Ich glaube, die 16 Diamanten werden schwieriger. 2 haben wir ja schon. Das heißt, brauchen noch 14. Und die ganzen, die Dias gehen ja dann leider schon wieder drauf für was, was wir jetzt bauen. Das heißt, wir haben von den Dias ja im Endeffekt gar nichts. Eine Diamantenfarm, das wär's doch. Blöd nur, dass man die halt nicht farmen kann, wa? Na, aber das geht ja hier ganz, ganz, ganz flott voran, zum Glück. Schauen wir mal, ob hier drunter noch Lava ist. Yep. Auch noch Lava drunter. Den nehmen wir noch mit. Den Rest müssen wir eh stehen lassen. Sonst kommt die Lava hier wieder rein. Das wollen wir nicht. Okay, da scheint es tiefer zu werden. Schade. Ich würde euch so gern was erzählen, aber ich wüsste nicht, worüber ich reden soll. Ich habe ja schon lange gesagt, ich will die ganzen Folgen ein bisschen dynamischer machen, ein bisschen abwechslungsreicher. Man hat es beim letzten Mal vielleicht gesehen. Da habe ich ein bisschen öfter geschnitten, langweilige Sachen übersprungen. Eigentlich würde ich das hier jetzt auch wieder überspringen, aber ich habe jetzt gedacht, nee, das jetzt siehst du jetzt so durch. Was ich halt momentan echt viel gucke auf YouTube, sind diese Hermitcraft-Videos. Vor allem bei Mumbo Jumbo und bei Green, ja, die feiere ich ziemlich. Und das spornt mich natürlich schon auch an. Und ich würde mich mit meinen Minecraft-Videos, oder zumindest jetzt hier mal mit Ruvinia, als Vanilla aktuellste Version, mehr oder weniger aktuellste Version, Projekt, würde ich das schon nice finden, wenn das funktioniert. Und deswegen auch die schnelleren Schnitte und ja, eben das ganze Prozedere. Das macht halt schon echt Spaß. So, 32 haben wir. Machen wir das einfach so.
Jetzt reißen wir die Blöcke halt noch weg. Dann haben wir schon ein bisschen Obsidian übrig. Sollten wir es je brauchen. So, haben wir hier auch noch mal. So. Und meiner Minenlogik nach wäre jetzt hier der nächste Gang zurück. Dann müssten wir uns halt wieder ein bisschen durch Lava durchgraben, aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon ein paar Mal gemacht. Das Ding bei diesen Zweiergängen ist halt, in dem Gang sehe ich, was hier ist und was hier ist. Und in dem Gang sehe ich, was hier ist und was hier ist. Man kann da dementsprechend rumgraben. Das heißt, wenn ich so weitermache, sehe ich auf der Ebene alles. Ich sehe, was oben über mir ist und unter mir ist. Ich sehe jetzt nicht, was an dem Block da unten ist. Das heißt, es kann schon sein, dass ich oftmals an vielen Sachen vorbeilaufe. Das ist dann zum Beispiel wieder in dem Modded Let's Play ganz geil. Da hast du ja diesen Hammer, der 3 auf 3 Blöcke wegmacht. Das heißt, du marschierst einfach durch und hast natürlich dann noch einen größeren Ressourcenfindradius, nenne ich es jetzt mal. In der Mangelung eines besseren Worts dafür. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt dann schon nochmal ein bisschen geil. Hier scheint die Lava schön rein. Das heißt, da brauchen wir keine Kerze hinmachen. Kerze. Fackel meine ich natürlich. Und dann bauen wir uns hier einfach mal auf der anderen Seite wieder zurück. Alle paar Blöcke mal eine Fackel in die Wand reinhauen, damit wir auch rausfinden, wenn ich mal keinen Dynamic Lightnings anhab. Ich würde mit der Welt hier wirklich, wirklich gerne auf die 1.13 upgraden. Aber ich möchte halt warten, bis Minecraft Forge 1.13 und Optifine draußen ist.